Moin Moin, ich mache weiter mit den neuen Cardfight Overdress Start Decks. Und da nehmen wir hier heute zuerst mal das Start Deck Nummer 2, Danji Momoyama, Tyrant Tiger. Und die Nation in diesem Deck ist die Dark States Nation. Genau, hier haben wir noch einmal die Deckliste. Und dann schauen wir doch direkt mal in das Deck hinein. Also inhaltlich wird sich da bezüglich des anderen Decks an Zusatzmaterial nicht viel geändert haben. Genau, hier ist die normale Spielmatte, die wir ja schon kennen. Und dann können wir auch direkt mit dem Deck loslegen. Da haben wir hier das Bossmonster Diablos Violence Bruce. Grade 3 natürlich mit dem Persona Rite. Und er hat den Effekt: Am Start der Rite Phase kriegst du den Final Rush Status. Genau, und dieser Final Rush Status kriegt man also nur am Beginn der Ride Phase. Also wenn man ihn ridet, dann ist der Beginn der Ride Phase ja schon vorbei und man kriegt den Status nicht erst wieder am nächsten Zug, wenn man dann dran ist. Und dann am Start der Ride Phase kann man halt diesen Final Rush Status bekommen. Dann hat er noch einen zweiten Effekt. Wenn er angreift und man in diesem Final Rush Status ist, dann muss man die Kosten bezahlen, einen Soul Blast 5, und man kann seine ganzen Front Row Rear Guards standen. Genau. Hier ist viermal drin, einmal halt in holographisch. Dann haben wir hier noch den Diablos Anger Richard. Also das sind jetzt hier wie beim ersten Deck die Karten, die man im Right Deck spielt. Wenn er auf dem Vanguard-Zirkel platziert wird, kann man einen Rearguard in seine Soul packen und eine Karte ziehen. Und sein zweiter Effekt ist ein permanenter Effekt. Wenn man im Final Rush-Status ist, kriegt er selber plus 5000 Power. Dann der Grade 1 aus unserem Right-Deck. Wenn er auf dem Vanguard-Zirkel platziert wird, kann man eine Karte aus der Soul wählen, auf den Backrow, auf den mittleren Backrow Rearguard Circle legen und dann einen Soul Charge 1 durchführen. Und wenn er im Final Rush, wenn man selber im Final Rush Status ist, kriegt er auch plus 5000 Power wie der Richards. Und das hier ist Diabolos Bad Steve. Und hier ist der Starter, Diabolos Innocent Matt. Wenn auf ihn geridet wird und man als zweiter Spieler das Spiel beginnt, sozusagen, kann man eine Karte ziehen. Und das ist ein ganz witziges Ding, wenn man halt ihn spielt, den anderen Steve ridet, kann man eine aus der Soul quasi auf den Backrow Center Rearguard Circle callen, Soul Charge 1 machen und im nächsten Spielzug, wenn man halt ihn ridet, kann man einen Rearguard wieder in die Soul reinpacken und dann noch eine Karte ziehen. Das ist so das Gimmick in diesem Ride-Deck. Genau. Und dann haben wir hier noch einen anderen Grade 3, Time Fissuring Fist Colossus. Wenn er auf dem Rearguard-Zirkel platziert wird, kann man Soul Charge 1 machen. Und dann, wenn man in dem Final Rush-Status ist, kann man auch noch einen Counterblast 1 machen als Kosten. Und dann kriegt er plus 15.000 Power bis zum Ende des Spielzugs. Was halt ganz gut ist, weil wenn man dann mit der Fähigkeit von Bruce ihn, wenn er angegriffen hat, nochmal standen kann und dann er dann nochmal angreifen kann mit diesem großen Power Boost. Dann haben wir hier noch Icicle Iron Eiser. Eine Karte ohne zusätzlichen Effekt. Grade 2. Steam Gunner Brody. Wenn er auf den Guardian Circle gelegt wird, kann man einen Counterblast 1 und er kriegt plus 5000 Schild bis zum Ende des Kampfes. Also eher eine defensive Karte.
Erinnert hier eher dann an Gear Chronicle, diese Karte eher vielleicht an Dark Irregulars. Die Karten, die ja in diesem Dark States Nation vorher oder früher halt drinne waren. Genau, und hier kann ich auch nochmal auf dieses kleine Symbol hier am Rand hinweisen, das D-Symbol. Das heißt halt, dass man in diesem D-Format halt nur diese Karten mit diesem D-Symbol benutzen kann. Dann haben wir hier noch den Acrobat Presenter. Wenn er, also auf dem Rearguard-Zirkel, wenn er angreift oder boostet und der Vanguard ist Diablos Violence Bruce, also unser Great Dreier, kann man einen Soul Charge 1 und wenn man im Final Rush Status ist, kann man noch einen zusätzlichen Soul Charge 1 durchführen. Was ganz gut ist, weil er natürlich insgesamt 5 Soul braucht, um da seine spezielle Fähigkeit zu aktivieren. Dann haben wir hier noch Psychic Prima Miranda als Sentinel. Nichts Besonderes. Den Spiritual King of Determination, Olvaria. Der Overtrigger ist in jedem von den 5 Startdecks gleich. Dann Diablos Girls Mai Mai, Critical Trigger. Viermal drinne. Diablos Boys Jake als Draw Trigger ist viermal drinne. Diablos Officer Killian, Front Trigger ist dreimal drinne. Diablos Girls Ariana, Heal Trigger ist viermal drin und dann haben wir hier auch noch eine Order-Karte. Brother Soul hat einen ganz einfachen Effekt. Soul Charge 2, wenn man die Karte aktiviert, die ist dreimal drin. Und dann würde ich sagen, schaue ich nochmal, dass ich hier auch nochmal das Bild zusammenkriege, das sie sich da ausgedacht haben mit den 6 Karten. Brauchen wir einmal sie hier. Und dann natürlich noch den Critical Trigger und als letztes auch noch den Starter. Und die alle zusammen ergeben halt so ein Gesamtbild. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir uns die weiteren Decks in den nächsten Videos an. Ciao!